Kann man da hochwischen? Wo sollen wir das holen? Jetzt mal hier rüber erstmal ganz kurz. Ach, guck. Tom has so much alcohol, he could keep this district afloat for quite some time. Findest du lustig, ne? Habe ich dir angehört. In der Stimme habe ich dir das angehört, dass du das lustig findest. Oh, ein Zeitungsartikel. Jugendlicher wegen versuchten Mordes verhaftet. Tom war wegen versuchten Mordes im bekannten Restaurant Silver Bell festgenommen. Einige Jahre hinter Gittern. Aha. Der gute Tom. Sieh mal einer an. Okay. Dann, genau. Wir gehen rüber zu Tom. Es gibt Tom die Ginflaschen oder belüge ihn. Warum sollen wir den belügen? Macht überhaupt keinen Sinn. Ist ein netter Kerl. Welcome back, Doctor. What can I do for you? You lied to me, Tom. I'm sorry, Dr. Reed, but I thought those Prewin guards would be willing to let someone like you pass without trouble. That was devious of you, Tom. Next time you can bloody well go yourself. I apologize, Doctor, but it's just that I prefer to avoid the law, its enforcers, and all manner of thugs in uniform. Here is your booze. I hope it will appease your customers. Just try not to kill anyone with this poison of yours. Believe me, Doctor, most of my customers are less agreeable when sober. Why not leave town and start a new life after you got out of jail? I grew up in the East End. This is where my roots are. This is where I want to help others and die eventually. Do you think the docks will always be a hive of scum and villainy? As long as poverty and fear run the show, I don't see how it would change. Misery loves company, as they say. Don't you feel threatened? Staying in such a violent and criminal neighborhood. I've made peace with my violent past, Dr. Reed. I may not be a pacifist, but I'm not angry anymore. Tell me about your arrest for attempted murder, Tom. I tried to kill someone. I got arrested. I paid my debt, and I have nothing to hide. So you mean your customers know about your sordid past? Yeah, why do you think this is the last pub open? I have nothing to hide and I don't judge. That's a relief for many round here. Do you think prison changed you? Made you a better man? Oh, I don't know about that. All I brought back is bad memories, scars, and an ugly tattoo of a blue turtle. But do you feel cleansed of your sins? All I know is that I'm at peace. I did what I did, but I wouldn't do it again. Does that make me a better man? I don't know. Ich mag ihn. You attempted murder. Give me some details. I was given an order to kill. I was an obedient gang member at the time,
A proud wet boot boy. Why did you join the gang? Because I finally felt useful. Do you have any idea what it means to feel respected when the rest of the world shits on you? So you were ordered to kill someone. What happened then? I don't know if you can possibly understand, but I couldn't kill him. I just stood there pointing my gun. Someone saw me. I gave up. Why couldn't you shoot? My target was eating in that fancy restaurant with mirrors and music. He was eating, drinking, laughing. He was having such a good time. I hated him for his bottomless appetite and easy life of easy pickings. And then something happened. You refused to kill him because you wanted to feel some of that happiness yourself. You empathized with him. Exactly. The man was a bloody landlord who rented overpriced flats. Selfish bastard. But he made me smile. And I was no different from him. Okay. Goodbye, Mr. I should just run as far away from this place. Times like these, a good drink's just as likely to cause a problem as to solve one. Sabrina, Mäuschen. You still working at this hour? Were you aware of Tom's past incarceration? That's the first thing he told me when he offered me the job. He didn't want me hearing about his past from anyone else. Did it surprise you to find out about it? Not really. I was already aware of his reputation before I met him. That's why I came to the Turtle in the first place. Most people would have run away because of that. Not me. I thought a man like him could give me stability, you know? At least to some degree. And I wasn't mistaken. Tell me, Sabrina, do you really believe Tom has renounced his life of crime? He proves it to me every day he tells the truth. Tom Watts is a good man. One of the best. And you don't think he might fall back into his sordid ways? We can all do terrible things, Dr. Reed. And we never know what we're really capable of until it's too late. Das stimmt. Goodbye, okay. Miss Cavendish. Ganz kurz mal. Ihn können wir jetzt trinken. Hier fehlen uns noch. Da fehlt uns noch. Eine Sache. Du, mein Freund. Good evening, Mr. Delaney. What? Ah, oh, you're a doctor. Is it true Sean Hampton saved your life? Yep. The sad saint grabbed my soggy ass and brought me back to the pier after I fell into the canal. Oh, I was a wreck back then. And yet you're still drowning in cheap liquor. Sean Hampton really acted like a saint that day. But I suppose I'm just another lost soul who doesn't deserve to be saved. Should have offered a drink to the boy. The accursed old dog is just another. Haben wir ihm erstmal Finger in die Nase gesteckt. So, wir gehen dann mal raus, kurz vor der Tür, ja. Ich hoffe, das stört keinen. Na, 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 na. Ich kann mir leider keinen Alkohol leisten. Ne? Ich bin nicht so reich. Deswegen trinke ich ihn direkt von dir. Ich hoffe, es ist okay. Ich habe gerade so einen Frosch im Hals, ne? Also das kratzt die ganze Zeit. Ich werde, glaube ich, dann erstmal eine Aufnahmepause machen. So. No one will ever know what I did. I'm gonna die with blood on my hands. No one will remember me. Thank you.
didn't deserve this. Hier ist aber doch nichts noch zu, ne? Wo könnte der denn... Ja, wir können gerade im Moment nicht viel mit denen anfangen, ne? It's locked, all right. Verstanden. I hope I live long enough to see them where good drinks just was coming to them. Ich glaube, die beiden haben noch. Also da müssen wir, glaube ich, auch mal lauschen irgendwie. Um da alles mitzubekommen. Was wollte ich eigentlich machen? Weiß ich gar nicht mehr. Mich entwickeln, eigentlich eine Aufnahmepause. Ich kann nicht. Ich kann nicht aufhören. Was ist los? Scheiße, Mann. So, da ist nichts sonst. Ich wollte eigentlich eine Pause machen. Gleichzeitig würde ich jetzt zu gern Tom und Sabrina noch snacken. Kann ich nicht rein, ne? Nee. Und hier hinten habe ich schon zigmal geguckt und hier ist nichts. Das ist mir gerade aufgefallen, als ich nach hinten gelaufen bin, dass da, dass ich ja schon zigmal geguckt habe. Gut, Kinder. Was macht ihr so? Irgendwas ist mit euch richtig faul. Ich finde das noch raus. Keine Sorge. Stella Fishburne. Hier fehlen trotzdem noch Leute an den Docks. Aber es ist halt ein Riesengebiet, ne? Rufus? Bei dir fehlt auch noch eins, ne? Ja. Evening. Evening. Hinweis benötigt. So long. Den würde ich ja auch gerne wegsnacken. Yeah, yeah. Aber da fehlt mir auch noch ein Hinweis. Goodbye, Mr. Gott, ich würde den so gerne essen. Nee, da wollte ich nicht hin. Ihr zwar. Ich weiß ja nicht. Ich würde das zu gerne herausfinden. Ich würde ihn so gern snacken. Ehrlich, der bringt 4.250. Das ist so viel. Wie lange muss ich die denn beobachten, um hier noch... Oder liegt da irgendwo noch was? Ich
vielleicht nicht gesehen habe. Sie kann ich halt nicht snacken. Da oben ist mein Unterschlupf. Geh nochmal hier hoch. Da fehlt mir auch noch eins. Da fehlt noch eins. Petzend. Wo kriege ich's her? Ich habe nämlich die Befürchtung, dass wir hier dann wieder so ein paar vermisst haben und so ein Zeug. Ätzend. Mann! Ich will dich snacken. Oh. Turteltäubchen, wo gehst du hin? Der steht aber halt die ganze Zeit nur hinter der Bar, ne? Der macht nichts anderes. Und sie auch nicht. Sie putzt hier ablos den ganzen Tag. Kannst du mal was anderes machen? Ich glaube wirklich, dass ich die belauschen muss. Wahrscheinlich ist es ähnlich wie bei denen hier. Jetzt läuft er wieder hier rüber. Ach, die sind doch scheiße. Können die nicht mal was Spannendes machen? Er steht immer noch da. Ja, macht doch nichts anderes. Der macht nichts anderes. Okay. Aber ich mache definitiv, ich möchte gern. Hä? Warum kann ich? Ich möchte gerne eine Aufnahmepause machen. Wir gehen mal kurz hier an den Tisch. Ui. Da fehlt uns noch was. Schaden erhöhen, Ausdauerverbrauch senken. Hey, was ist mit dem Pflock? Den können wir nicht weiter verbessern. Ist 40 Ausdauer. Also 30 Ausdauer, okay. Gut, jetzt machen wir es mit das hier. Ein Füller. Mhm. Brauchen gute Griffe. Ausdauerverbrauch senken. Ja. Das halte ich für eine gute Idee. Und damit warten. Moment. Hier, ne? Ändern. Rüsten wir das hier auch aus. Jo. So. Dann einmal hier bitte alle Waffen auffüllen. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, was wir angestellt haben.
Wir haben 11.000 Punkte. Ich werde jetzt ganz viel sagen, was, warum? Halte ich für wichtig. Alles andere. Können wir später immer noch skillen. So. Jetzt haben wir noch 2000. Wir skillen tatsächlich doch noch die Clown. Ein Stück. Oh Gott, ich habe Angst. Die trostlose Heilige, der trostlose Heilige ist tot. Schweren Herzens muss ich den Mord an Sean Patrick Hampton vermelden, dem Gründer von Hamptons Notunterkunft und bekannten Wohltäter des East End. Ein Gemeindemitglied, das sich zur Frühmette eingefunden hatte, fand Sean heute Morgen um 6 Uhr. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Man vermag sich kaum auszumalen, welches Motiv hinter einer derart niederträchtigen Tat steckt. Der auch als trostloser Heiliger bekannte Sean Hampton war ein Philanthrop, dessen Liebe die Menschen erwiderten. Er war ein Mann des Glaubens, der sein Leben der Fürsorge für die Armen und Kranken widmete. Neben Essen und Betreuung versorgte er seine Schäfchen auch mit einer Herzensnahrung und hielt regelmäßig Messen für ihn ab, die selbst die altruistischsten Kirchen abgewiesen. Man wird Sean schmerzlich vermissen und die Folgen seines Todes sind bereits zu spüren. Nein, ohne sein Charisma war die Schließung seiner Notunterkunft unvermeidlich. Nun sitzen viele Menschen wieder auf den kalten und verseuchten Straßen. Ohne ein Dach über dem Kopf werden diese Frauen und Männer bald erkranken. Einige von ihnen werden sterben und niemand wird einen Finger rühren. Der Mörder hat nicht nur ein Leben genommen, er hat in einem Teil der Stadt alle Hoffnung begraben, der ihrer verzweifelt bedurfte. Sean war ein Hoffnungsschimmer im East End und da ich ihn viele Male getroffen habe, kann ich bestätigen, dass Güte über seinen Glauben hinausreichte. Er war ein guter Mann, ein wirklich guter Mann. Sein Verlust ist eine Katastrophe und ich kann mir nicht erklären, welcher kranke Geist oder welche bedauerliche Wendung des Schicksals uns diese Tragödie beschert haben könnte. Möge der trostlose Heilige in Frieden ruhen und über unsere unbedeutenden Seelen wachen. Upsi. Ja. Erschöpfung, Erschöpfung, Bronchitis, Bronchitis, Blutarmut, Kopfschmerzen und Blutarmut. Alles Dinge, die wir heilen können. Blutarmut. Was hatten wir jetzt noch? Bronchitis war, glaube ich, noch dabei. Kopfschmerzen haben wir zweimal. Wir machen noch eins gegen Erschöpfung. Und dann kleiden wir uns noch so ein Ding rein. Alter, die Augen. Krasse Scheiße. Wie cool. Ach, wie überaus cool. Die sind ja nicht mehr rot, die sind ja wirklich schon schwarz, ne? Oh, an zu viel gesnackt. Aber das ist schon richtig geil. Okay, guck doch mal in die Kamera jetzt. Ich würde denken, damit mache ich einen Cut mit dem Blick auf diese Augen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir snacken hier alle weg. Das ist gar kein Thema. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.